Nach mehreren Monaten der Bauzeit wurde jetzt der Parkplatz an der Halsbrückner Straße fertiggestellt und dem öffentlichen Verkehr übergeben. Jetzt hat uns ein Anwohner darauf hingewiesen, da gibt es ein paar Sachen, die passen nicht so richtig zusammen. Zunächst mal, wenn man auf den Parkplatz fahren möchte, muss man an diesem Verbotszeichen vorbei, was natürlich die Anlieger reinlässt. Es wäre vielleicht hier ratsam, dieses Zeichen etwas weiter hochzustellen, damit man damit etwas unwissende Autofahrer nicht nur abschreckt. Das zweite Problem, was wir hier festgestellt haben, wenn man vom Tuttendorfer Weg Richtung Freiberg reinfährt, dann sieht man natürlich diese Einfahrt, beziehungsweise in dem Fall die Ausfahrt von dem Parkplatz. Und dadurch, dass davor oder danach kein vorfahrtsgebendes Zeichen steht, ist es selbstverständlich ein Rechts-vor-Links-Situation. Das Dumme hierbei ist, dass der aus dem Parkplatz rausfährt, einen Vorfahrt gewähren hat. Also hier fehlt etwas. Das dritte Problem, was wir festgestellt haben, ist, wenn man den Parkplatz reinfährt. Einmal, wenn man so halb rechts reinfährt, dann sieht man die beiden Zeichen, die aufgestellt wurden, dass man also hier nur mit einer Parkberechtigung parken darf, die man sich bei der Stadt irgendwo holen muss. Die beiden anderen Zeichen zeigen, dass hier die Einfahrt gesperrt ist, und zwar von 22 bis 6 Uhr. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen jetzt die, die dort parken wollen? Dürfen sie reinfahren, dürfen sie nicht reinfahren, dürfen sie, wenn sie drin stehen, auch drin bleiben, also sprich über Nacht. Also uns kommt das etwas sehr spanisch vor, was man hier gemacht hat. Aber wir versuchen mal bei der nächsten Stadtratssitzung einfach durch die Fragestellung, was hat hier die Stadt gedacht, nachzufragen und geben ihnen dann zu entsprechenden späteren Zeitpunkt die Mitteilung, was hat man dabei gedacht oder was wird hier geändert. We'll be right back.